Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem Angezockt, was ich wahrscheinlich in mehrere Parts teilen muss, oder halt mehrere Angezockt dazu machen muss. Es geht um die Metal Gear Master Collection. Ich habe jetzt einmal jedes Spiel gestartet, was in der Master Collection drin ist, also nur die PS5-Version, das gleiche gibt es ja nochmal für PS4. Und wollte eigentlich ein längeres Video machen und dann halt jedes Mal anspielen. Aber in jedem sind ja auch mehrere Spiele drin. Das wird zu lange. Aber deswegen nicht mal großartig. Der Bonus-Content, also der Bonus-Content Volume 1 und Metal Gear Solid. Also das ist das Metal Gear Solid, was die meisten vielleicht von euch kennen, von 1998. Die sind nur 4K. Ohne HDR. Die kann ich mit Kamera, so wie jetzt, kann ich die aufnehmen. Aber wenn HDR mit bei ist, möchte ich ja auch HDR aufnehmen für euch. Metal Gear, also das ist das, was vor Metal Gear Solid kam. Ja. 89, glaube ich. Oder? Wann war das? Weiß ich jetzt gar nicht mehr aus. Jeweils Metal Gear und Metal Gear 2. Solid Snake. Also was praktisch vor Metal Gear war, also vor Metal Gear Solid war, die haben HDR. Wie gesagt, das nicht. Und hier sind noch welche drin, die davor noch kamen für irgendwelche Amiga-Automaten und so was. Gucken wir uns gleich alles an. Metal Gear Solid 3 und Metal Gear Solid 2, also praktisch die Nachfolger von dem, die haben wieder HDR. Ey, geht nicht in meinen Kopf drin. Ich habe keine Ahnung, was das soll. So, aber ich habe auch noch nicht gespielt. Ich habe halt nur reingemacht. Aber wir fangen mit dem Bonus-Content an, weil das interessiert ja meistens die meisten Leute. Was haben wir für Bonus mit bei? Und wenn ich dann zum Schluss, wenn ich alles angezockt habe, werde ich dann noch ein kurzes, knackiges Fazit-Video machen, wie mir die Collection jetzt so gefällt. So, wir haben Spielauswahl, Video. Digital-Soundtrack. Oh, nee, lieber nicht. Dann gibt es gleich Content-ID, herunterladen. Ach, guck mal hier, da können wir die Grafiknovelle runterladen. Aber die will ich mir jetzt nicht runterladen, weil ich will ja auch nicht zu viel spoilern. Wir wollen ja nur reingucken. Sprache? Deutsch. Es ist natürlich nicht Deutsch. So, machen wir es mal hier leiser und das machen wir hier auch leiser. Okay. 20 Stück. Aber hier ist X bestätigen bei 1. Komischerweise, das kam vor Metal Gear raus. Also vor Metal Gear Solid. Hier ist die Steuerung so, wie man es eigentlich kennt. Mit X ist bestätigen, Kreis ist zurück. So wie wir Europäer das kennen. Ja? Bei 1 ist es nicht so. Da ist es Kreis ist bestätigen. Also ich verstehe es nicht. So, und hier haben wir halt Metal Gear und Snake Revenge. Wir fangen mal mit Metal Gear an. Was nehmen wir denn? Die US- oder die Japan-Version? Nehmen wir mal die Japan-Version. Es ist wirklich noch das Asbach-uralte Snake. Das werden nicht viele von euch kennen.
Ach, haben wir Glück gehabt. Aber ich glaube, wir brauchen wir auch nicht lange machen. Oh. Ach, so, jetzt geht's wieder. Controller-Einstellungen, wie kann man denn auswechseln? Glättung. Nehmen wir mal Glättung ein. Neun. Ne, das sieht doof aus. Ach komm, bist du dir echt, ja. Nee, wollen wir nicht. Sieht so ein bisschen besser aus mit dem Rand. Und bin tot. Konnte ich gar nichts drücken. Ja, zum Hauptmenü zurückkehren. Jetzt nehmen wir mal die US-Version, gucken uns das mal an, wie die am Anfang ist. Oh, das ist schön, dass der Hintergrund und alles erhalten bleibt. Jetzt konnte ich Start drücken. Waren die vorhin nicht ein bisschen grünlicher, die meine Kicken?
So ist es eigentlich das gleiche, bloß dass es halt Englisch ist und man ein bisschen was durchsieht. Aber hier will er irgendwie meinen Controller gerade nicht. Ich kann hier nichts drücken. Irgendwie spinnt da gerade mein Controller rum oder das Menü, ich weiß es nicht. Ich bin bei Version übrigens 1.5, da gab es schon, seit ich es installiert habe, zwei oder drei Updates. So, haben wir hier noch eins. Ich konnte jetzt auch nichts drücken, also nach unten oder so. Das ist auch das, an was ich mich als erstes erinnern kann. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Muss mal hier rennen. Und dort. Ach, mit dem Touchpad kann ich. Hoppala. Oh, mit Passwort. Ja, mal hier Grafik. Gucken wir mal, wie schnell das runtergeladen ist. Ah, jetzt. Das dauert eine Weile. Ja, die Sony-Server sind teilweise echt lahmarschig geworden. Oder beziehungsweise die PS5 ist lahmarschig geworden. Gut, dann gucken wir einfach mal beim nächsten rein. Vielen Dank für den Download. Hier etliche Nachrichten von PlayStation. So, wir haben die Spielauswahl. Und hier ist halt wirklich bestätigen Kreis. Und damals hatten die Spiel, weil das ist die japanische Steuerung.
Die Japaner hatten halt immer die vertauscht. Deswegen war ja bei der PS5 mit dem neuen Controller und mit dem Update, also mit der Software halt so ein riesen Aufschrei in Japan, dass Sony sich zu sehr dem Weltmarkt öffnet und nicht mehr japanisch genug ist, weil halt X und Kreis vertauscht wurden. Bei uns ist schon Ewigkeiten so, X ist bestätigen, Kreis ist zurück. Und in Japan ist es halt so, Kreis ist bestätigen, X ist zurück. Ja. Ja, Spoilerwarnung. Achso, ja, Kreis, ja. Ich hasse diese Steuerung. Man kann halt die Tasten ja hier anpassen. Achso. Aber wieso fängt der hinten an? Ja, Ground Zero war geil und Phantom Pain war auch cool. Vier und Peace Walker habe ich gar nicht gespielt, ist mir aufgefallen. Oder ist mir jetzt nehmen wir es nicht in Erinnerung geblieben. Metal Gear Solid habe ich damals auf PS1 gespielt. Ich hatte auch die Erweiterung, wie hießen die? VR-Dingsbums oder so. Also 87 und 90 war Metal Gear und Metal Gear 2. Da kannte ich aber halt nur Metal Gear 2. Solid Snake kannte ich von vom. Oh Gott, von einem Kumpel, der hatte da so eine Collection, was für Automaten gedacht war. So hat er mir damals jedenfalls gesagt. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty habe ich gespielt. Metal Gear Solid 3, Snake Eater habe ich meines Wissens nach auch gespielt. 4, Guns of Patriots bin ich mir echt nicht mehr sicher, obwohl der Roboter mir echt bekannt vorkommt. Peace Walker bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin zu 80% sicher, dass ich die beiden Spiele nicht gespielt habe. Steht aber nicht dafür, was die für welche Konsole die rauskam. Ich glaube, das war dann schon PS3 Zeiten, oder? So, das war auf jeden Fall PS4. Das sind, ach so, hier, da steht NES-Version und das Snake Revenge GBC-Version von 2000. Die sind dann garantiert auch noch irgendwo mit drauf. Metal Gear Release. Metal Gear, ey, oh Gott, das so viel Teile gab, ey. Metal Gear Survival, ja, das war am Anfang war das echt cool. So erst ein paar Stunden und dann ist echt, dann war das einfach nur sehr schlauchend, sehr, sehr schlauchend und eigentlich nur Geldmacherei kam mir das dann vor, weil wenn du halt einen zusätzlichen Platz brauchtest oder so, musstest du Geld bezahlen und so. Und da war ich sehr enttäuscht von Konami. Ah, hier sind die ganzen Listen. Wow, wow, wow. Ach so, falsch. Da ist. Ich hab mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Also ich finde es geil, dass das ganze Bonuszeug hier drin ist. Ohne Frage. Falsche Taste.
Nordamerikanisches Paket. Na, dann nehmen wir das Paket auch. Achso, muss ich wieder warten. Ist nicht einfach so Download drücken. Achso, da muss ich ja wieder X drücken. Hier ist jetzt natürlich wieder so, Kreis zurück. Hier ist Kreis bestätigen. Rübergehen zu A. Also nicht nein, ja, sondern ja, nein. Kreis für bestätigen. Wir sind da. X für bestätigen. So wie wir halt alle gewöhnt sind. Eins, zwei, drei, vier. Vier Spiele drinne. Metal Gear Solid, Erstveröffentlichung 1998. Stimmen und Untertitel Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch. Englisch, Nordamerikanisch und Japanisch als zusätzliches Add-on. So, dann... Dann kam Metal Gear Solid Spezial Missions. Das Spezial Missions hieß es. Sprache Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch. Dann Metal Gear Solid VR Mission. Ist da auch VR Mission? VR Training. VR Mission, Erstveröffentlichung 99. Das waren noch damals keine DLCs, damals gab es sowas nicht, das kam als eigenständiges Spiel. Metal Gear Solid. Erstveröffentlichung in Japan. Japanisches Sprachpaket als zusätzliches Add-on. Audio nur auf Englisch verfügbar. Sprache Englisch. Einige Inhalte unterscheiden sich von jenen Metal Gear Solid Missions. Sprache Englisch. Na, dann fangen wir einfach mal mit dem obersten an. Oh, ich finde das so kacke mit dem Kreis als bestätigen, ey, das ist so. Okay, eine Trophäe gekriegt. Na, der quatscht hier nicht. Ist halt nur wie ein Bild. Hier. Durchkriechen. Drücken Sie auf die Kriechtaste und benutzen Sie dann die Richtungstasten, um die Richtung
In Deutsch. Das waren noch Zeiten. Aber ich will eigentlich, ich muss noch mal raus. Ich komme irgendwie nicht ins Menü. So. Ich will mal gucken, ob man da auch das Bild anpassen kann. Und den Hintergrund. Also ich will es jetzt nicht unbedingt auf 16:9 strecken oder so, das ist Quatsch. Aber ich bin nicht in die Masterbook Option. Sprachbildschirm, da haben wir doch. Bin ich ja eben nie reingekommen. Glättung ein. Das sieht zwar cool aus, aber ich nehme dieses. Das dunkle hier. Ne, ich nehme das. Dann kann man so machen, dass es so aussieht wie so ein Flimmerbildschirm von damals. Ändern Sie die Einstellung für Spielbildschirm. Habe ich nicht die Möglichkeit, die scheiß Steuerung anzupassen. Ich habe nicht die Möglichkeit, ist ja scheiße, ist das doch. Broken Helix, ich kenne ich auch noch. Damals gab es noch Memory-Karten, aber nichts, alles im System gespeichert. Option. Warte mal, dass ihr das hört vielleicht. Oh ja, genau. So, das ist Kreis und das ist Aktion ist XR, ja, so.
Okay. Mal. Peter Zander. Hier ist Snake. Colonel, hören Sie mich. Kein Problem. Wie sieht es aus, Snake? Der hintere Lift scheint der einzige Weg nach oben zu sein. Wie erwartet. Sie werden den Lift... Ja, das ist jetzt hier einfach... dass wir da hin sollen und wir müssen jetzt erstmal den Controller ja lernen. Also nicht Controller, aber die Einstellung. Weiß ich nicht, geht der jetzt noch ein Stück? Ja. Ach, falscher Knopf. Ach so, ja, das war. Snake, vergessen Sie nicht, dies ist eine Geheimoperation. Der Feind hat viele Leute und Sie sind allein. Werden Sie entdeckt, sind Sie sofort umzingelt. Und dann sind Sie erledigt. Nehmen Sie den Aufzug hinten, fahren Sie ins Erdgeschoss und suchen Sie nach dem DARPA-Chef. Es ist schon wieder besteht hier ein Kreis. Ich hab's doch gerade umgeändert. Okay, wie habe ich das jetzt geschafft?
Als Spieler 1, als Spieler 1. Ja, als Spieler 2 verbinden ist dann halt gut, wenn man die, wenn Psycho Mantis die Memory-Karte ausliest. Umgekehrt, normal, normal. Jetzt raucht er erstmal eine. Ist man ja nicht mehr gewöhnt, die Kack-Optik hier. Ah, jetzt kommt er. Also ich war mal besser in dem Spiel, muss ich mal sagen. Was für eine Kacksteuerung. Also nur so sieht man das, was von vorne ist.
Also ich finde ja schon mal schön, dass sie angepasst haben, dass man die Tasten sich belegen kann, frei belegen kann. Also dass man dieses Menü, aber wo ich irgendwie mal rinkomme, mal nicht. Aber so von der Optik ist es 1:1 halt von damals. Halt, das sieht aus wie, ich habe ja schon die Metal Gear Collection für die PS3 mir damals gekauft gehabt. Das sieht 1:1 aus. Finde ich ein bisschen schade. Finde ich wirklich ein bisschen schade. Also nicht, also es ist gut, dass es sie gibt. Also davon nicht falsch verstehen. Aber ich habe gehofft, dass man halt praktisch die Steuerung anpasst. Dass man halt verschiedene Möglichkeiten hat im Menü. Dass man halt sagen kann, ich möchte das Spiel starten mit einer optimierten Steuerung, wie heute gespielt werden würde. Also wie die Steuerung heute wäre. Und dass man halt sagen kann, man möchte das alte spielen, so wie ich es jetzt hier mache, oder dass man das aufgehübschte. Muss ja nicht mal 16:9 und alles neu. Einfach so dies, aber nicht im Kacklook von damals, sondern halt aufgehübscht. Kantenglättung, hochgerendert, alle drum und dran und ein bisschen glatter gemacht und nicht so pixelig und so. Das ist halt, das habe ich gehofft. Also bis jetzt sehe ich keinen Unterschied jetzt großartig zur PS3-Version, außer dass es halt 4K bei mir hier ist. Weil der Monitor halt 4K kann hoch. Hier Snake. Bin vor der Entsorgungsanlage. Das hat lange gedauert. Die sind ein bisschen eingerostet. Ja, wenn nicht. Keine Sorge. Es ist eine Weile her, aber ich erinnere mich noch. Wie geht das mit dem Sneak-Anzug? Schön trocken, aber bewegen ist schwierig. Er soll Unterkühlung verhindern. Schließlich ist das hier Alaska, nicht wahr? Schon gut. Ich bin ja dankbar. Ohne Ihren Anzug und die Spritze wäre ich schon längst zum Eiszapfen geworden. Ein Antigefrierpeptid, Snake. Alle an dieser Übung beteiligten Genomsoldaten verwenden es. Gut. Freut mich, das zu hören. Schon getestet, wie? Wie sieht's mit der Ablenkung aus? 2 F-16 sind in Kalena gestartet und sind ihnen unterwegs. Der Radar der Terroristen ist in jedem Augenblick entdeckt. Runtergeladen. Oh, ich hab hier gerade Nachricht von der PlayStation gekriegt, dass was installiert ist. Es bleiben nur noch 8. Ich mach mal jetzt einfach weiter. Die Quatsche geht uns gerade nichts an. Wir wollen einfach nur noch mal ein bisschen Spielfeeling erleben. Erzählen jetzt nur, dass das Radar vom Wetter nicht beeinflusst wird. Und dann kommt doch bald noch mit den Kartons, dass wir uns zum Tarnen nehmen können und so. Gut. Sehen. Also einfach ein bisschen warten. Die sind manchmal ein bisschen dumm. So war halt damals. Der Punkt bin ich, wenn ihr sie seht, oben im Ding. Achso, das seht ihr. Doch, das seht ihr hier neben der Kamera. So, und der läuft jetzt hier runter. Das ist eine Sicherheitskamera. Da müssen wir hier lang.
Weiß ich doch. Hab ich doch. Bin ich doch schon. Die Basis muss ein Lüftungssystem. Da müssen wir lang. Snake, hier ist McDonald Miller. Ist schon eine Weile her. Master, was machen Sie denn hier? Ja, ich wurde des Drillens müde und kam hierher, um ein bisschen Ruhe und Frieden zu haben. Hier und da helfe ich beim Training der alaskischen Pfadfinder mit. Geben wir Können an die nächste Generation weiter. Gut. Campbell hat mir die Situation hier erklärt. Ich dachte, ich könnte behilflich sein. Also ich muss die Kamera öffnen? Also gedrückt halten praktisch, dann komme ich da rein. Das hätte man ja auch anders lösen können irgendwie, oder? Ach, das war ja falsch. X ist jetzt so... Ja, X ist zurück. Jetzt sind wir das nächste. Also ich habe echt gedacht, dass sie, weil wir, ich, die haben ja auch einen Trailer gezeigt von Teil 3, was sie demnächst neu rausbringen wollten. Also haben sie alle zur gleichen Zeit damals angekündigt. Und ich habe so gehofft, oh Mensch, weil ich habe ja die Metal Gear Collection für die PS3 gehabt. Und ich konnte mir an, ich bin ja vom Glauben abgefallen, dass wir damals so eine Kacksteuerung hatten und so haben wir gespielt. Das jetzt heutzutage sind natürlich viel intuitiver und einfacher, natürlich. Aber ich habe gedacht, dass sie das halt ein bisschen angepasst haben. Aber nichts, das war damals PS3, war einfach so wie da und damals war. Rufe klatscht, ein bisschen Emulator noch mäßig gemacht, damit du halt so wie hier die Ecken und die Kanten, also praktisch an der Seite ein bisschen machen kannst. Aber nicht aufgehübscht, keine Kantenglättung, nichts. Einfach original so einfach gelassen. Und ich habe echt gehofft, dass sie jetzt bei der PS5 Collection sagen, ist okay, wir machen das so, wie die Fans wollen, dass sie dann halt ein Originalspiel haben für die, die Oldschool lieben. Und für die, die halt im neuen Look haben wollen, hübschen halt nochmal auf. Hauen wir KI drüber, Kantenglättung, Farben anpassen, Steuerung anpassen, dass es nicht so aussieht, sondern ein bisschen fresher. Ja? Also muss ja nicht komplett die neue Spiel gemacht werden, aber halt. Machen wir mal Weapon-Mode. Kreis.
Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Webmode. Auf dem Weg zum Ziel alle Hindernisse zerstören. Ach, ja, stimmt. Mit L war das ja. Ach, nicht L2. Nu! Ach ja, das war ja wieder mit X. Nee, Kreis ist das ja hier. Nicht? Auf Viereck. Und dann muss man das mit dem anderen Analogstick. Oh, ist das echt scheiße. Viereck. Moment. Ja. So, was kann Oma mitten im Angezug passieren? Da ist jetzt, was für Odi mal Schock mir kommt. Also ich habe nicht bestellt, Frauchen hat bestellt. Das ist jetzt Alexa, die Bescheid gesagt hat, dass sie gekommen ist. Aber das sieht anders aus als das. Ach, ich muss jetzt neu starten, damit das dann drin ist. Also an das kann ich mich jetzt nicht wirklich erinnern. Bei mir sah das VR im Gedanken anders aus. Mit irgendwelchen blauen Blöcken und nichts Grünes.
und lasse einfach mal die Standardsteuerung jetzt drin. Das sieht schon eher aus wie das, was ich damals gespielt habe. Da muss ich hier nochmal gucken, also nicht Waffen, sondern das andere jetzt nehmen. Das ist was wir eben hatten. Special Mission. Erst irgendwie VR-Training wird vor allem in Europa verkauft. Sprachauswahl, Englisch, Französisch. Nordamerika verkauft. Ach so, das ist praktisch das gleiche Spiel, immer die europäische und immer Metal Gear 99, 98. Stimmen und Untertitel auf Englisch und Deutsch. Metal Gear Solid erst eigentlich in Japan 1999 Audio auf Englisch verfügbar, Japanisch und englische Untertitel, Schwierigkeitsentstellung und ein VR-Disc wurden hinzugefügt. Wir starten erstmal die VR-Test, gucken wir da mal rein. Na, das ist praktisch die gleiche. Installiert. Amazon sagt mir, dass die Bestellung da ist. Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Sagt mir die Konsole, sagt mir meine App gerade. Bei uns sind wir doch, in der europäischen sind wir doch gleich geschwommen. Das haben wir da gar nicht gehabt. Ich will nur mal gucken, ob wir beim gleichen Level anfangen. Oder ob sie da auch was geändert haben. Ne, da siehst du, da kommt das. Ist ja wie in der Situation, Snake.
Ja, es ist genau das Gleiche. Masterbook. Ah, da hatten wir ja schon reingeguckt. Da hatten wir auch schon reingeguckt. Alle Add-ons wurden installiert. So, dann starten wir das nochmal. Da hatten wir oben ein bisschen was runtergeladen. Es ist cool, dass es da halt 1:1 ist, ja. Aber ein bisschen. Ja, gut, die haben es jetzt einfach 4K hochgerendert und so. Hier haben wir auch kein HDR, bei den anderen haben wir HDR. Mal gucken, wie sich da das auswirkt. Aber ja, die Schrift ist klar und deutlich hier zu erkennen noch. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Kojima. Schauen ja, dass wir das noch drin gelassen haben. Nachdem sie da halt nicht so im Guten auseinander sind. Also Konami und Metal Gear. Ach, Metal Gear. Konami und Kojima. Mensch. Alle wiedergeben. Gucken wir mal rein. Jetzt habe ich zurückgedrückt. Ach. Ja. Dr. Naomi Hunter. The unit's chief medic. And an expert in gene therapy. So what exactly are the terrorists? Jetzt ist hier X bestätigt, Mann. Das noch mal runterladen. Also ich finde schön, dass sie alles eingebaut haben. Wirklich alles, was damit zu tun hat. Die habe ich mir damals mit einem Kumpel angeguckt. Also als nicht als bewegt, sondern als gezeichnet.
Quatsch, ich wollte gar nicht. Kann man nicht einfach so? Die Spulen geht leider nicht. Ist nur eins, was er noch runterlädt. Ja, das war der erste Teil dazu. Bei den nächsten Spielen, da kann ich halt keine Kamera anmachen, weil deswegen dann in HDR aufnehmen, weil die haben komischerweise HDR. Also der Bonus sind halt nicht, was die ganz alten Spiele sind. Teil 1 hat auch kein HDR, aber 2 und 3 haben HDR. Und die werden wir jetzt auch gleich noch anzocken. Also es ist gut, dass wirklich alles drin ist. Das habe ich ja schon gesagt. Es ist auch gut, dass die Steuerung, dass man sich die anpassen kann. Auch, dass man den halt, man kann es auf 16:9 strecken. Man kann den Hintergrund ändern, also das, was man links und rechts sieht. Das ist alles ganz gut, bloß halt das Aufrufen von dem Ding, das hätte ein bisschen besser klappen können. Dass man halt doppelt Touchpad oder Touchpad, linke Seite, Entschuldigung, und rechte Seite ist halt für Funkgerät oder so. Wäre halt ein bisschen besser gekommen. Wir haben die gleiche Kacksteuerung wie damals, aber wir haben die deutsche Version, wir haben die englische Version, die japanische Version, das ist alles cool, aber wir haben wieder die Kacksteuerung von damals, die wir uns halt jetzt anpassen können. Aber es ist halt nichts Besonderes jetzt, es ist nicht überarbeitet worden. Also wir haben es in 4K hochgerendert gekriegt. Ist okay. Mal gucken, wie es in 4K mit HDR aussieht. Aber jetzt ist einfach nur hochgerendert in 4K. Mehr ist es nicht. Für mich jetzt persönlich, so fühlt es sich an. Ich habe gehofft, wo sie es angekündigt haben, und auch mit den Reboot Teil 3? War doch Snake Eater Teil 3? Oder 4? Nee, Teil 3. Egal. Da sah ein komplett neuen Trailer und so, das sah richtig fresh aus. Und da habe ich gedacht, Mensch, geil, vielleicht haben sie jetzt, weil die PS5 hat ja mehr Power und mehr Speicher und als damals PS3 und so. Vielleicht haben sie es ja geil gemacht, dass sie halt praktisch die Originalversion alle reinpacken, ein schönes Menü drumherum basteln. Jetzt haben wir hier alle einzeln, so wie ihr seht. Ein schönes Menü drumherum basteln. Und dass man dann halt aussuchen kann, ich gehe jetzt halt in die alte Version rein und da dann halt so wie hier auch Kantenglättung links, rechts ein bisschen und was weiß ich alles hier macht und was man da so einstellen kann, ja. Aber dass man nur sagen kann, ich möchte die runterneuerte Version, ja, die zwar auch 4K ist, vielleicht auch HDR, die anderen ja, die jetzt ja nicht, und dass das dann halt ein bisschen fresher aussieht, dass sie mit KI drüber gegangen sind, dass die Kanten nicht mehr so kantig sind und ein bisschen weicher, ein bisschen, also wirklich ein bisschen, und neue Steuerung, also die Steuerung, wie man sie heute machen würde und einfach mal KI drüber oder selber irgendwelche, die haben ja genug Studios, dass da irgendeiner mal von Yu-Gi-Oh! Oder welche abgezogen werden und da mal drüber schauen und dann halt ein schönes, ein rundes Bild machen, so ein bisschen fresh im modernen Design, aber das ist einfach nur, also so fühlt es sich für mich jetzt an. Es ist einfach nur das Aufgewärmte von der PS3. Von der PS3, 1080p, wir hatten da nur 720p, glaube ich. Ihr kriegt bei der Collection, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ich muss die mal aus dem Schrank rausholen, dann muss ich keine Kinder raufgucken, dann sehe ich das. Und dann halt von, sagen wir mal, von 720p hochgerendert in 1080p und 4K, das wir betet haben. Mehr ist es, mehr fühlt sich das für mich nicht an. Ja, also. Es ist schön, dass wir jetzt die Collection haben, aber ich habe auf
ich habe mehr erwartet, ich habe auf mehr gehofft. Ja? Nicht, dass wir einfach das Alte einfach nochmal neu aufgebrüht hinkriegen, bumm, mach mal. Ja, also das finde ich schon ein bisschen schade. Aber ich finde es gut, dass die Collection endlich da ist. So, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Und wir werden jetzt gleich halt Teil 2 und Teil 3 oder erstmal nur Teil 2 und dann Teil 3 ein extra Video. Müssen wir mal gucken. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.